Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück, liebe Lords und Ladies, zu Mountain Blade Warband. Pferd und Schwert. Ja, der Franz Josef, ne, steht mal wieder da vor den Toren Rivajacks. Und ja, es ist Frieden, Leute. Verdammte Axt, es ist Frieden. Ja, die Vegire haben Frieden geschlossen mit unseren lustigen Nord. Das war ein bisschen traurig. Heißt, keine großen Schlachten mehr, aber die Kergit haben den Vegiren den Krieg erklärt und Kudan wird jetzt wahrscheinlich dann auch bald fallen. Was bedeutet für uns? Ja, wir müssen mal wieder ein paar Seeräuber kloppen. Auch wenn die Seeräuber schon wieder extrem schnell unterwegs sind, wie ich feststelle. Ja, da ist der nächste Jarl. Was ist das hier? Verschek geht an den König Ragnar. Ja, da steckt sich alles selber ein. Der spinnt wohl, ja? Naja, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ja, wir mühen uns hier ab mit so ein paar dämlichen Seeräubern und sonstigen Plagegeistern. Jawohl, schade meine ich, es ist leider, es ist mal wieder Krieg, aber das ist natürlich sehr gut für uns, weil Krieg, hat Cicero ja auch schon gesagt, ne? Mit Krieg wird richtig Geld verdient. Ganz salopp formuliert. Ja, wie hieß es? Ich habe das Zitat irgendwie nicht mehr im Kopf, der Reinhard hat es geschrieben. Die Sehne des Krieges ist unendlich Reichtum oder irgendwie sowas, also irgendwie so sinnbildlich, ne? Man kann jede Menge Asche verdienen, genau, ganz salopp formuliert. Der Franz Josef formuliert gerne salopp, der Hobby auch, deswegen, ich glaube, die Kernbotschaft ist angekommen. So, dann schauen wir mal kurz, Swadien, das Königreich, Swadien, haben die sonst noch irgendwie Krieg? Das sieht man nicht, ne, also offenbar haben die nur mit uns Probleme, ja, sehr schön. Na, aber die Swaden, die sind ja sowieso am Ende. Vielleicht schaffen wir es, die ein oder andere, ach, Schiede wird schon ausgeraubt, die ein oder andere Burg vielleicht abzustauben, das wäre sehr lustig, das würde mir gefallen. Wie geht es unserer Truppe? Muss sich jemand aufwerten? Hier Nordkrieger zu Veteranen. Nordstreiter zu Geübter. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt sind unsere swadischen Truppen etwas, ja, wenig motiviert. Ah, wobei nicht einmal. Ne, gibt keinen Abzug wahrscheinlich, weil wir so wenig Schwaben dabei haben. Genau, die Schwaben. Moral 53 ist aber nicht gut, oder? Das glaube ich nicht so gut. Durchschnittlich nur. Ja, was ist da los? Hm? Achso, wir haben wieder nichts zu essen, gell? Wir haben ja keine reichhaltige Auswahl zu essen. Das ist sehr traurig. Schauen wir mal, vielleicht geht was. Vielleicht können wir... Was, die Banditen? Nein, ich will keine Banditen. Geht weg. Ich will doch keine Banditen. Genau, ich gehe in mein eigenes Dorf. Das ist viel schöner bei uns. Im eigenen Dorf. Was, die mögen uns gar nicht mehr? Echt, wir haben doch hier mal eine Mission gemacht. Die müssen uns doch mögen. Komisch. Ja, weißt was? Ich verkaufe euch den, dann muss ich weniger zahlen. Sowas, wieso mögen die uns nicht mehr? Oder geht das verloren? Geht das Ansehen zum Dorf verloren, wenn das Dorf belagert wird? Ist das vielleicht die Erklärung? Weiß es nicht. Da gibt es Rindfleisch plus 7 auf Truppenmoral. Aber dieses Rindfleisch, das wird halt schlecht. Das ist so ein bisschen der Nachteil, ne? Das Gebögelte geht. Unterwegs nach Burg Telrock. Telrock ist da unten, ne? Oder habe ich jetzt das falsch auf dem Plan? Ach, Telrock ist hier, mein Gott. Wo wird belagert? Wo können wir für uns vielleicht was rausschlagen? Ne, darum geht's mir jetzt. Kelretan, kommen wir schon mal da runter. Vielleicht ist da eine gute Gelegenheit, was abzustauben für uns. Jawohl, wir machen wieder kleines Geld. Weil keine unserer Städte, oder was heißt unsere Betriebe in den Städten, wo wir gebaut haben, ist momentan in der Hand unserer Kriegsgegner, deswegen verdienen wir kleines Geld. Sehr schön, ne? Da kann man seine Truppen so ein bisschen querfinanzieren. Mit diesen Betrieben. In schweren Zeiten. Oh, wer ist das? Oh, der Harrington mit 130 Mann. Da verbrösel ich mich mal ganz schnell. 130 Mann gehen da spazieren, Alter. Das brauche ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Der holt bestimmt wieder mein Dorf. Ich könnte ja wetten. Der holt sich mein Dorf. Ich kenne ihn. Der Sack. Der holt sich, die gehen immer auf die Kleinen. Finger weg von meinem Dorf. Aber gut, wir haben ja gerade einen Pachtzins gekriegt, ne? Deswegen, gerade egal. Oh, hier wird ausgeraubt. Das ist bestimmt... Ja, jetzt wird es ausgeraubt, war ihr Jeck, ne? War ja klar. Ah, da ist der Rehmalt. Jawohl. So, was haben wir hier? Wie viele Leute sind da drin? 180 Leute. Das ist nicht schön. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt hin, ne? Ambrustschützen, 27. Oh, das ist, glaube ich, eine schlechte Idee, hier was zu versuchen. Wie groß ist der? Moment, wie viel hat er dabei?
Ich muss nochmal gucken. Vielleicht kann ich den überreden, dass er mitkommt. Ich glaube nicht. So blöd ist der nicht, gell? So blöd ist der nicht. Komm, komm mit, Junge. Servus. Oh, der mag mich auch nicht. Der mag mich auch nicht, heißt, den kann ich nicht überreden. Kann ich einen Vorschlag machen? Verzeiht mir, ich kenne euch nicht genug. Ach Gott. Ich unterstütze Jarl Olaf. Ja, weißt du was, ich schleim mich ein bisschen ein bei dir. Auch den Jarl Olaf. Findest du toll, oder? Oh, plus zwei, okay. Der kennt mich immer noch nicht genug. Ach, ärgerlich. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich den vielleicht überreden kann, dass wir so ein bisschen was vom Zaun brechen. So eine kleine Linke in Luftnummer, ne? Eine kleine Belagerung. Dass er uns hilft. So, Burg Ribelet. Sind auch 180 Leute drin. Sehr lustig. Ein Ritter. Drei Scharfschützen. Ne. 31 Armbrustschützen ist ja noch schlimmer. Nee. Okay, wie geht's der Stadt Suno? Schauen wir da noch kurz hin. Ich weiß, das ist total verrückt eigentlich, was ich hier mache, gell? Mit meinen lässigen 70 Leuten hier rumzureiten. Graf Montevar wurde besiegt. Okay, der hat momentan also keine bis wenig Truppen. Stopp. Hier ist der Graf Ries drin. Okay, der hat hier fast 400 Leute. Da verbrösel ich mich mal ganz schnell. Das nächste Dorf wird ausgeraubt. Wieso plündern die alle die Dörfer? Ich verstehe es gar nicht, ey. Sargott wird nicht länger belagert. Was, die haben Sargott belagert? Echt? Die spinnen wohl. Okay, weißt du was? Wir schauen mal hier rüber in Richtung Dirim. Da ist es hoffentlich ein bisschen abgelegener. Am wen bekommt König Ragnar? Der steckt sich alles selber ein. Der Sack. Ne? Der König, der Schwindlige. Der könnte mit mir verwandt sein. Der steckt sich alles selber ein. Da, wo sind die swadischen Handelskarawanen? Ah, die könnte man dann auch... Oha, wer kommt da? Graf Farsch. Schad, den hätte... Oh, komm, den erwischen wir doch. Oh, da sind... Oh, da ist der Regas drin mit 183 Mann. Der hat drei Ritter. Den holen wir uns. Sechs Reiter, komm hinterher. 5,3. Den kriegen wir ja wohl kaputt, den Burschen. Na, dann nehmen wir einen Gefangenen, dann lachen wir kurz. Bleib sofort stehen, du Feigling. Lass dich gefangen nehmen. Macht er natürlich nicht, gell? Der ist auch nicht dumm, der Bursche. Ja, wie er abhaut. Aber der ist zumindest raus. Ne, solange wir den hier beschäftigen, macht er schon keinen anderen Blödsinn. Komm, komm, da bleibst, verstehst? Schau mal, wo der hinreitet. Ah, jetzt hat er. Graf Rafat, hallo, ich bin der Franz Josef, servus. Ja, komm, den holen wir uns, oder? Sterbt, ihr Böser. Ja, das findet er nicht lustig. Ja. Wir greifen an. Hoho. So, okay, blödes Terrain, egal. Infanterie, Bogenschützen. Zack, zack, zack. Okay, zum Angriff. Ja, immer schön drauf. Hallo Helden, was ist mit euch los? Angriff? Okay, Moment, das ist glaube ich nicht gut, was da passiert. Ja, dann kommen alle. Alle angreifen. Ne? Die Jungs da hinten, die stehen mir zu passiv. Dann angreifen. Da sind die schwadischen Vollpfosten. Und zack, komm. Zack und Dübel. Wer bist denn du, Junge? Oh, wer warst du, meine ich natürlich. Oh, den habe ich gar nicht kaputt gekriegt. Die Irmi ist aufgestiegen. Ja, Wahnsinn, die ist noch gar nicht tot. Die Irmi. Was ist denn hier los? Mensch, Irmi, du lernst es doch nicht am Ende noch, hä? Was geht mit dir ab? Ah, Mist. Soll ich einen Grad vom Pferdchen holen, du? Jawohl, da haben wir das Pferd kaputt gemacht und... Zack. Ah, ich habe ihn nicht erwischt, ey. Verdammt. Wo ist denn der andere Typ hin? Jetzt laufen wir doch nicht den Weg, Mensch. Ah, da drüben, das ist er, glaube ich, oder? Nee, das war er. Platz sind's, die Burschen. Unser Sieg, Leute. Unser Sieg.
Was haben wir verloren? 7 getötet. Ja, mei, das passiert schon mal, gell? Viele Helden verwundet. 21 getötet. Und der ist natürlich wieder abgehauen. Ach komm, das ist auffällig, gell? Wenn man uns erwischt, bei uns ist es so, wir können nie fliehen. Wir werden immer gefangen genommen. Das ist ein bisschen unfair, finde ich. Wir werden immer gefangen genommen. Sag mal, Leute, diese Truppe hier, die frisst mir alles weg. Geht ja gar nicht. Oh, Zweihänder. Schweres Bastardschwert. Sabalot. Hat eine tolle Geschwindigkeit. Deutlich schneller als unsere Streitaxt. Aber hat nicht so viel Schaden, ne? Nee, hat 9 Schadenspunkte weniger. Bei der Reichweite tut sich jetzt nicht so viel, aber es ist schon schneller, das Ding, ne? Ja, soll ich das mal ausprobieren vielleicht? Schwert, was ist das? Das ist jetzt wieder alles Müll, was da kommt. Schwere Armbrust. Schwert, Armbrust verbogen, gesprungen. Also wir looten wieder nur Dreck. Ja, das ist ja nur Scheiße, was die da... Ach komm, das nehme ich doch gar nicht mit. Lohnt sich doch gar nicht. So, haben wir jetzt ein bisschen was gelevelt vielleicht. Allein, der freut sich. Genau, der war gut. Guter Mann. Was ist jetzt? Gar nicht so zufrieden. Okay. Was hast du für eine Ausrüstung? Geht so, ne? Kurzschwert. Oh, Moment. Kurzschwert? Dann könnte ich dir doch sowas geben. Das ist doch bestimmt besser. Ah, ne, das war schon Finger weg. Das hier kriegt er. 28, 23. 102, 85. Dann ist er damit auf jeden Fall besser unterwegs. Mehr Reichweite, genau. Ansonsten muss ich, glaube ich, ihm nichts geben. Das passt soweit. So, aber du hast noch Fähigkeiten gekriegt, habe ich gesehen. Dann kriegst du noch einen Stärkepunkt. Hm. Was machen wir bei dir? Ja, du machst einen auf Kämpfer, ne? Komm, du hältst noch ein bisschen mehr aus. Genau, schadet ja nicht. Und du kriegst auf jeden Fall Einhand. So, danke, tschüss. Die Irmi ist wieder verwundet, genau. So, was hast du so? Du hast so eine Schimmelmütze, dann kriegst du jetzt so einen geilen Helm. So schaut's aus, 22,8, okay. Das Schwert ist nicht schlecht, 27,19. Das Schild ist, naja, geht so. Moment, 27,19, da kriegst du... Das Ding ist besser, ne? 99,95. Ja, ein bisschen mehr Reichweite. Schau, kriegst ein Schwert. Alles klar, Irmi. Kriegst du ein Filzhut, so ein Verlaust? Nein, natürlich nicht. Kriegst nicht. Was kannst du noch so? Ja, okay, schau, du kriegst auch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Und wieder hier ein bisschen Einhand. Ja, die hat halt auch nichts, gell? Die hat ja Waffenmeistertennis Punkt 1. Okay, das geht bis 100. Das ist in Ordnung. Die Feilschen, das ist eine Truppenfähigkeit. Das ist okay. Das summiert sich offenbar, Truppenfähigkeiten, ne? Das wird zusammengerechnet. Sie hat Erste Hilfe, Chirurgie, Inventar, ja, das ist okay. Ne, das müsste sich doch irgendwie summieren. Chirurgie allein plus 1? Wobei, ne, das wird jetzt nicht angezeigt. Das von der Irmi. Ah, die ist ja auch verwundet. Okay, stopp. Ne, dann gilt es nicht, ja. Was heißt denn dieses plus 1 hier hinten dran eigentlich? Franz Josef, Wegfindung 4. Was, ich habe 4 Wegfindung? Kann gar nicht sein. Doch, tatsächlich. Alter, was hat mich da geskillt? Ist ja übel. Also ich bin total verskillt auf jeden Fall, aber das kennt man ja nicht anders von mir. Ist das irgendwie ein Bonuspunkt, dass wenn man gewisse Punkte geskillt oder hier hat... In der Klammer, die fixen Werte in der Charakterskillung kriegt man dann hier einen Bonus vielleicht. Das könnte sein. Wobei, dann müsste man hier für die 3 auch einen Bonus kriegen. Oder kommt dieser Bonus, weil ein anderer Kollege ebenfalls hier was hat, ne? Könnte sein. Es wird hier immer nur der beste Wert angezeigt. Moment. Dejavi Aufklärung 3. Wer hat noch Aufklärung? Schauen wir mal kurz unsere Ende. Das ist jetzt wieder ein bisschen ausprobieren. Sorry dafür. Aufklärung. Ja, dann nix. Die Shavi, ich schau mal die Katrin mal an. Was hast du? Hast du Aufklärung? Nein. Dann muss es bei mir sein, oder? Aufklärung.
Punkt 2. Ne, dann wären es 2 Punkte. Nee. Okay, dann verstehe ich's nicht. Mal wieder. Der Klassiker, genau. Aber ihr versteht wieder nichts. Naja. Okay, wir schauen mal zur Burg Derchios. Aber es ärgert mich, dass diese Handlampe da schon wieder geflohen ist. Ne? Es wäre super, einen weiteren Gefangenen zu haben, aber unsere Truppe ist schon wieder arg verletzt. Gut, ich bin auch noch ein bisschen blöd vorgegangen im Kampf, muss ich zugeben. Ich hätte nicht die halbe Truppe zurücklassen sollen, sondern ich hätte vielleicht den Feind angreifen lassen sollen. Das wäre besser gewesen. So, Tredian wurde besiegt. Schauen wir mal diese Burg hier an. Wie viel sind da drin? Oh, 170, Alter. Das Graf Blaise. Der hat. Oh, der hat ein kleines Problem. Der hat einige Truppen nicht im Einsatz. Ne? Von seinen 59 sind nur 42 einsatzbereit. Der hat nur einen Reiter. Der Rest ist verletzt. Der hat einen Ritter. Der hat Scharfschützen, okay. Der hat Armbrustschützen und Plänkler, aber ich meine, die Swarden, die treffen doch nichts, oder? Meine ich zumindest, die treffen doch nichts. Die treffen doch wieder mal ein Haus. Die sind mindestens genauso schlecht wie meine Truppen. Der wartet hier, das ist sein Fehler. Ja, der haut ab. Wir sind schneller, den kriegen wir. Der hat verletzte Truppen. So, und jetzt hat sich unser Harald auf unserer Seite angeschlossen. Servus. Graf Blaise, ja. Er mögt Graf Rafat geschlagen haben, aber uns könnte er nicht besiegen. Doch, doch, das geht. Pass auf. Und zwar jetzt. Du bist dran, Junge. Aha, kleine Überlegenheit. Ja. Da bleiben ihr Burschen. Alle mir nach. Okay, schauen wir uns das Kampfgemenge kurz an. Ah, da kommen die Reiter kommen. Alles klar. Bogenschützen darüber. Infanterie daher. Was sollen die anderen Deppen vorreiten? Oder rennen? Sollen sie sich da abschlachten lassen? Wir stellen unsere Truppe da drüben hin. Was macht denn der Typ da? Ich wollte es gerade sagen, hier wird nicht Pause gemacht. Okay, dann Infanterie. Formation enger aneinander, bitte. Ne, dass wenn noch Reiter durchkommen, dass die aufgehalten werden. Da kommt schon der Erste. Komm, hau den da weg. Keilt ihn ein. Heilt ihn ein und kloppt ihn weg. Da ist schon passiert. Sehr brav. Ja, dann kommt er nicht weg mit seinem Pferd. Dann bringt ihm sein Pferd überhaupt nichts. Das soll alles der andere machen mit seinen Truppen. Wir gehen jetzt mal so langsam, aber sicher ein bisschen nach vorne. Und schauen, dass wir da vielleicht hier so ein paar Schützen wegdübeln. Jawohl, alles Erfahrungspunkte, Leute. Jawohl, schön. Kommt die da unten noch? Jawohl, Erfahrungspunkte. Hey, da bleibst. Hast noch Zeit, da bleibst. Jawohl, Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Ja, jetzt alle angreifen, Freunde. Alle angreifen. Ne, da sind immer so viel übrig, glaube ich. Einer, der flieht nach Osten. Ja, ich mache mal hier Pause, ne? Und Franz Josef steht im Walde, ganz still und stumm. Lässt seine Mannen machen. Sehr recht. Na, der haut ab und wir haben gewonnen. Ja, so geht's zu Franz Josef. Der alte Stratege. Sehr gut. Ne, keine Verluste, so geht's auch. Versprengt, platt gemacht. Und der Blaze ist natürlich auch geflohen. Das kann man nicht irgendwie beeinflussen, gell? Das ist Zufall, habe ich so den Eindruck. Ah, neue Freiwillige. Sehr gut. Neue Reisegefährten für uns. Vielen Dank. Was haben denn die dabei? Was ist denn das? Was sind denn das für billige Klamotten? Nee, das glaube ich ja gar nicht. Ein Pickel haben sie dabei. Ich brauche keinen Pickel. Bin ja nicht mehr in der Pubertät. Ich brauche keinen Pickel. Was ist das hier? Helmhaube. Ein Helmhaubi. Genau. Nein, das wollen wir alles nicht. Albern, Freunde, albern. Achso, das sind die Versprengten da. Ja. Also, dem haben wir es sauber gezeigt, ne? Dem Burschen. Würde ich sagen, wir düsen nach Reywardin. Wir haben ja eh keinen Job momentan. Also, keine. Folge
Deine Marshall-Quest? Was ist jetzt schon wieder? Ah, der Jarl kriegt was. Das ist ja nett. Der Nächste. Wir kriegen nie was. Das ist so gemein. Dieses böse Spiel, ey. Dieses böse Spiel. Da ist der Lösegeldvermittler. Da waren wir jetzt unsere lustige Reisetruppe los. Die 15 Schmarotzer hier. Oh, jetzt gibt's Geld, Freunde. Jetzt gibt's Geld. Schaut mal hier. 4.400. Oh, der Ritter hat richtig was gebracht. 4.400, ne? Zack und zack und zack und zack. 4.400. Ja, 1.600 Gewinn gemacht. Sehr schön. Wobei, da waren ein paar Leute dabei, die haben weniger als 50 gebracht. Da hätte es wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, die zu unserem Sklavenhändler zu bringen. Aber bis ich da jetzt hochgeritten bin, ne, was soll es? Ein weiterer Huskarl für unsere Truppe. Veteran, Krieger. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, da ein Ambrosschützenveteran und ein Scharfschütze für uns und ein Sklavenmeister. Da ist auch ein Knüppler. So, zack. Menschenjäger, Sklaventreiber. Das sind Knüppler, Knüppler, Sklavenaufseher, Knüppler, Sklavenmeister. Du kommst da hoch. Nordstreiter. Nordstreiter. Swadischer Krieger. Na, das ist doch gar nicht schlecht. Okay, wir haben ein bisschen Verluste, ein bisschen Schwund. Ne? Ein bisschen Schwund ist immer. Das ist normal. Die Vegieren gehen uns aus, ne? Die Vegieren schützen. Das ist nicht gut. Wir müssen uns wieder ein paar Vegiere holen, glaube ich. So, halt, stopp. Ich muss nur die ganzen Plunder... Nein, nicht beim Pferdehändler. Sowas Albernes. Den ganzen Plunder hier verkaufen, ne? Den ganzen Scheiß, den niemand braucht. Weg damit. Zack, 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 komm weg. Was mache ich jetzt mit dem Bastardschwert, Leute? Soll ich das ausprobieren? Boah, schwierig. Schwierig. Ja, komm, wir probieren es mal aus, ne? Einfach mal so ausprobieren. Dann sehen wir ja, ob es was taugt oder ob es Müll ist. So, was können wir da noch kaufen? Oh, auch Freundschaftspreise hier. Oder? Absolute Freundschaftspreise. Na gut, ich hätte 5.000. Ich könnte einen Laden aufmachen, aber dazu habe ich keine Lust, ehrlich gesagt. Wenn ich ein bisschen Geld sparen will. Ja. Also, wir holen uns ein paar Vegiere. Ein ganzer Vegier. Wow, das hat sich gelohnt. Jawohl, genau, das ist gut. Da gibt es ein bisschen Getreide. Aber das hätte ich bei Swadin unten machen sollen. Das war dumm. Ah, da kommen die Vegiere. Schau an. Hier will niemand zu uns. Kann ich verstehen. Ich will auch nicht. Brathähnchen sind sündhaft teuer. Nö, wollen wir nicht. Gehen wir nach Ismiralda. Sind da immer noch die Banditen unterwegs? Nee, nicht mehr. Freiwillige, 6 Vegiere. Das ist gut. Getreide ist noch besser. Salz, ganz schön teuer. Nein, Salz kauft man in Verschek, hieß es, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Oh, da wird geplündert. Oder wurde geplündert. Wird jetzt da irgendwann mal eine Burg belagert oder keine Ahnung? Ne, unsere Jungs machen einfach nichts. Ich verstehe es gar nicht. Warum wird hier keine Burg belagert? Diese Flachdübel. Das sind Helden, Leute. Das sind Helden. Burg Rhein, die wird nicht länger belagert. Wo ist die Burg Rhein, die? Ich kenne mich doch nicht aus. Wo ist die Burg Rhein, die? Ich sehe es nicht. Ihr lacht wahrscheinlich schon wieder. Ihr seht es, ne? Ihr wisst, wo sie ist. Ja, ja. Burg Rhein, die, Rhein, die, Rhein, die, Rhein, die. Hm? Wo ist es denn? Da, mein Gott. Was, das wird belagert? Das Rodok im Krieg? Echt? Habe ich nicht mitgekriegt. Ah, mit den Saraniden. Okay, ja dann. Mein Gott, kommt schon mal vor, ne? Sowas. So, wir sind da. Kommen wir schon mal zu unserem Dorf jetzt. Und die Folge ist eigentlich schon zu Ende. Ich weiß. Ich weiß, die Folge ist eigentlich zu Ende. Dirim wird von Jarl Tuya belagert. Der ist aber auch mutig. Vorrede. Trauben. Ui, 39. Ja, komm, für die Moral. Eine kleine Traube für unsere Truppe. Ne? Die waren so brav. Die waren sehr nett. Haben gut gekämpft. Und deswegen gibt es jetzt eine kleine Traube. Auch wenn die Moral nicht sonderlich... Da schaut die Swaden, die finden es jetzt nicht lustig. Ne? Die kriegen den Abzug, weil Krieg ist und so. Na schön. Aber Leute, für heute ist Schluss, gell? Für heute ist Schluss. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit unserem Krieg gegen die Schwaben. Und ja, mal schauen, ob wir diesmal vielleicht ein bisschen was rausschlagen können. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein beim Mountain Blade Warband. Ja, und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Franz Josef sagt Tschüss und bis dann.